Nee, Sweet. So oder so ähnlich würde Peter Griffin wahrscheinlich reagieren, wenn er dieses Fahrzeug sieht. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch ein besonderes Auto vor, ja, ein besonderes Modellauto. Für jeden Fan der Serie Family Guy müsste das eigentlich ein willkommenes Geschenk sein, zu Weihnachten eventuell. Ein sehr lustiges Modell, würde ich sagen. Im Hintergrund können wir noch die DVD sehen. Die werde ich jetzt mal entfernen. Das war jetzt ein bisschen passend, dachte ich, für ja, das Modell. Ja, das ist diesmal ein ja, relativ ja, außergewöhnliches Fahrzeug, würde ich sagen. Also, beziehungsweise die Aufmachung. Das ist übrigens der Mercedes-Benz G63 AMG, wie man hier unschwer erkennen kann. Doppelrohrauspuff. Und dieser wurde von der Firma GT Spirit gebaut im Maßstab 1 zu 18. Und ich habe bis jetzt noch gar kein Modellauto von denen gehabt. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, ja. Aber dazu kommen wir gleich. Das ist die Verpackung. Von außen kann man kaum erkennen, was oder überhaupt nicht erkennen, was drin ist. Nur diese ominösen Dollarscheine und einen Hahn, der vorne drauf prangt und ein gewisses Datum. Ich habe leider keine Informationen genau über dieses Fahrzeug, außer man weiß, dass das Fahrzeug aus Belgien kommt, ja, wegen dem Nummernschild hier vorne. Und gesehen worden ist, ja, in Monaco. Und angelehnt ist wahrscheinlich diese Folierung, die sie im Originalauto nämlich ist. Wie gesagt, es gibt ein Originalauto dazu. Die ist wohl abgeguckt oder beziehungsweise inspiriert worden von dem Original von einem ja, japanischen Designer, der auch eine G-Klasse foliert hatte, allerdings mit so Manga-Figuren. Ja. Dieses Auto ist limitiert, deswegen ist hier noch so ein Zertifikat dabei. AMG, ja, limitiert von 666 Stück. Ich habe die 654. Schauen wir uns doch mal das Modell an, von vorne. Ja, G-Klassentypisch. Schöne Front, eckig, aber auch mittlerweile mit dem neuen Modell ja etwas runder als das alte. Hier, wie gesagt, kann man das Kennzeichen erkennen aus Belgien. Und auf der Motorhaube, ja, Peter Griffin mit seiner Familie in seinem goldenen Anzug. Ja, wer die Folge kennt, Peter Griffin hat im Anfall eines ja, Warnanfalls, Geldwarnanfalls, seinen Anzug vergolden lassen. Und das ist hier abgebildet. Der Wagen ist übrigens sehr schwer. Es ist aus Resin gefertigt, das Ganze. Fühlt sich aber jetzt nicht billig an. Im Gegenteil, es fühlt sich sogar viel schwerer an, als ich es überhaupt erwartet hätte. Ja, kommen wir mal zur Seite. Wir sehen hier die schöne Folierung. Passt eigentlich relativ gut zum Fahrzeug. Felgen, ja, sehen auch sehr gut aus. Hier können wir auf jeden Fall erkennen, Peter, ja, freut sich. Genauso wie der Hund Brian und das Baby Stewie, obwohl Mac gerade einen Ball abkriegt, also die Schwester von dem Kleinen, und Peters Tochter natürlich. Und wer die Serie kennt, der weiß auf jeden Fall, Mac hat es nicht einfach. Ja, hier können wir auf jeden Fall im Hintergrund die Dollarscheine erkennen, wie sie auf der Packung auch waren. Und auf der, ja, in der Mitte des Dollarscheins ist dieser Hahn. Und wer auch die Serie, wie gesagt, länger schon geguckt hat, weiß, immer wieder kommt drin vor, dass dieser Hahn sich mit Peter in die Wolle kriegt und sich miteinander prügeln. hier kann man noch sehen, ja, The Challenge 20. Ich weiß nicht, was das heißt. Ich habe recherchiert. Ich finde nichts dazu. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, hier ist noch die ja, Auspuffblende von AMG natürlich. Und hier kann man noch sehen, das ist wahrscheinlich der die Folie gemacht hat. Und zwar, das ist Absolute Motors. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Wie gesagt, wer Bescheid weiß über dieses Fahrzeug, Herkunft oder Geschichte dazu, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Kommen wir jetzt mal zum Heck. Und das ist auf jeden Fall eines meiner Highlights, meiner Meinung nach. Und zwar hier das Reserverad. Das ist Brian, ja, der Hund. Mit seiner großen Schnauze. Ne? Unschwer zu erkennen hier. Ja, und die Idee finde ich eigentlich relativ geil, ja. Also, lustig, ja, wirklich lustig, muss man sagen. Hier oben ein Aufkleber. Kababis Energy Drinks, das sagt mir jetzt auch nichts. Und in der Mitte hier wieder so dieser Hahn. Ansonsten auch wieder hier die Dollarscheine als ja, Folierung. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Und schauen wir den Wagen von der anderen Seite an. Und hier haben wir ebenfalls eine Folierung mit der Familie. Hier sieht man übrigens auch noch die Ehefrau, die Lois. Und ich weiß es nicht genau, warum hier Tauben mit aufgemalt sind, aber
Peter hat auf jeden Fall seine Freude, indem er sie die Krümel über Mac ausstreut und die Tauben Mac natürlich entsprechend angreifen und essen, ja. Oder Essen von ihr abpicken. Und wie gesagt, Mac hat es wirklich, wie gesagt, nicht einfach in dieser Familie. Der Sohn isst die Brote natürlich. Und Brian und das Baby Stewie, die füttern ebenfalls die Tauben. Beziehungsweise Brian steht nur doof da und guckt Lois an. Naja, schauen wir uns das Modell mal für innen an. Ich hoffe, ihr könnt was erkennen. Das ist relativ detailliert gemacht worden. Man kann leider nichts öffnen bei dem Fahrzeug, das ist schade. Da es ja wie gesagt aus Resin ist und keine zu öffnenden Teile hat. Aber ich bin wie gesagt positiv überrascht von GT Spirit. Habe ich so nicht erwartet. Ja, also gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ja, viel mehr kann man hier jetzt leider nicht zeigen, außer dass es halt ein wirklich tolles Modell ist. Ja, die Idee ist lustig. Und also wer Fan, sage ich mal, ist von Family Guy, wird wahrscheinlich, wenn er noch Autos auch sammelt, nicht um den Wagen hier um den Wagen herumkommen. Ja. Auch nicht wegen dem Reserverad. Also wie gesagt, mein Highlight. Und ich denke, bei dem Modell hat Peter alle Grund zum Jubeln. Im Metall wäre es mir natürlich noch lieber gewesen mit zu öffnenden Türen, aber ja, sagt mir eure Meinung, wie gefällt euch der Wagen? Habt ihr den auch schon ins Auge gefasst? Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Seid ihr auch Family Guy Fans? Schreibt es in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke und teilt das Video. Dass wir endlich mal die 1000 Abonnenten schaffen, das wird mir auf jeden Fall erfreuen. Ich glaube nicht, dass es noch in diesem Jahr wird, aber ihr könnt ja alles geben. Mich würde es wie gesagt freuen. Also, in dem Sinne, ich wünsche euch noch eine gute Zeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!